Mrs. Simmons? Oh mein Gott! Ah! Sind Sie Dr. Sanderson? Wollen Sie bitte wieder Platz nehmen? Der beste Freund meines Bruders ist ein großer weißer Hase. Dieser Hase heißt Harvey. Harvey lebt bei uns. Und er und Elwood gehen überall zusammen hin. Manchmal sehe ich ihn schon selber. Entschuldige einen Moment. Hier spricht Elwood P. Dart. Harvey, ich kann eine Modezeitung, ein Familienblatt und das landwirtschaftliche Journal haben. Für $55 für 2 Jahre. Klingt wunderbar. Ich werde Ihrem Club beitreten. Miss Kelly und ich haben uns hier heute Nachmittag eines Fehlers schuldig gemacht. Ihre Schwester ist eine schwer kranke Frau. Sie kam hierher und bestand darauf, dass Sie eine Behandlung nötig haben. Ist das nicht unglaublich? Um mich muss sich Vita aber doch keine Sorgen machen. Mit mir ist alles in bester Ordnung. Hallo Dr. Chumley, wie geht's uns denn heute? Ich gehe jetzt hinauf und schaue mir die Frau mal an. Vielleicht können wir bei ihr mein Rezept 977 probieren. Was ist das? Sonderbar. Mr. Dowd sieht einen großen weißen Hasen namens Harvey, nicht seine Schwester, die jetzt gerade da oben in der Wanne sitzt. Irgendwas musst du doch getan haben, dass die dich so behandelt haben. Nichts, überhaupt nichts. Ich habe ihn nur von Elwood und Harvey erzählt. Das Bild über Ihrem Kamin. Das Bild ist der Stolz unserer Familie. Niemand ist so normal wie ich. Und ich werde niemals einen großen weißen Hasen sehen. Mr. Dowd, ich habe da eine Medizin. 947, eine Injektion, die wird Ihnen gut tun. Sind Sie bereit, sie zu nehmen? Ich sag Ihnen ehrlich, Sie werden dann den Hasen nicht mehr sehen. Dr. Sanderson, wenn Sie sich das ausgedacht haben, muss das eine tolle Sache sein. Wenn ich irgendwen treffe, der es nötig hat, werde ich es ihm gerne empfehlen. Öfteren und mir gefallen die Stücke sehr, sehr gut hier. Und heute war es auch wieder sehr gut. Richtig, richtig gut. Es war sehr lustig, man konnte viel lachen. Sehr gut, wie immer. Ja, es ist lustig, aber wir müssen ja Platz für Harvey machen.